das ist aktuell die schlechteste Position, B2Gold. Die ist bewusst sehr, sehr klein gewählt worden und ich habe hier minus 16% und ich finde das gut. Schau mal, der Goldpreis ist ja weiterhin stabil um die 2000 US-Dollar. B2Gold hat hier relativ wenig All-ins, das Standing-Kosten, was auch sehr, sehr wichtig ist am Ende des Tages. Und je weiter die Aktie fällt, desto günstiger kann ich hier dementsprechend einen Nachkauf tätigen, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen finde ich das sogar gut, dass B2Gold weiterfällt.